ja, einen wunderschönen guten Abend. Wir sind jetzt hier mit Marion Redpath, die wir jetzt interviewen für Behind the Scenes, also viel Spaß dabei. Wir sind hier im Haus der Kultur in der Welt und neben uns sitzt jetzt die Leiterin der Sektion Generation, Marion Redpath. Und wir wollen ihr jetzt Fragen stellen, mit denen sie vielleicht auch überhaupt gar nicht rechnet. Mit der ersten Frage können Sie wahrscheinlich noch rechnen. Sie kommen ja aus Neuseeland. Was vermissen Sie, was es in Neuseeland gab, aber was es hier in Deutschland überhaupt gar nicht gibt? Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Neuseeland. Ich wohne seit langem nicht in Neuseeland. Was es gibt in Neuseeland, ist sehr viel Strand, das Inselfeeling. Meine Eltern, meine Familie, die vermisse ich, die sind nicht hier in Deutschland mit mir. Aber ich bin seit 1985 in Berlin. Insofern, ich habe so meine andere Familie hier in Berlin und auch viele Freunde und die Arbeit, die schöne Arbeit. Neuseeland könnte ich das leider nicht so machen, wie ich das hier mache. Ich fahre auch einmal im Jahr zurück, um Filme auszusuchen für das Festival. Insofern, ich habe immer noch eine sehr gute Verbindung mit dem Land und ich muss nicht so viel vermissen. Ja, ein sehr wichtiges Thema ist natürlich auch die Frage des Geldes. Und bei jedem Strand und schöne Arbeit und sowas ist ja trotzdem immer das Geld sehr wichtig. Welche Rolle spielt denn Geld für Sie? Insofern, dass man nicht ohne Geld wirklich auskommen kann, spielt es eine große Rolle. Ich habe auch Familie. Ich habe immer dafür gesorgt, dass meine Kinder genug zum Essen hatten und in die Schule gegangen sind und genügend, also Klamotten hatten, also je nachdem, welche Klimazone wir gelebt haben. Ich muss nicht ganz viel Geld haben. Also ich ziele nicht in die Richtung, ich muss reich und berühmt werden. Also ich finde so reich und berühmt irgendwie ist in den Köpfen von vielen Leuten. Also ich bin, also Geld, es muss genügend Geld da sein, dass man gut leben kann. Und ich glaube, in unserer Gesellschaft täuschen sich die Menschen manchmal, dass sie viel mehr Geld brauchen, als die wirklich benötigt haben. Also das ist meine Meinung. Sie haben ja schon, denke ich, sehr viele Jobs ausgeübt, bis Sie hier Leiterin geworden sind. Welchen Job haben Sie denn am interessantesten gefunden? Von meinen vielen Jobs, die ich gemacht habe? Wow. Das muss ich echt überlegen. Das ist eine Überraschung, ganz persönlich. Ich finde, also ein Job, der jetzt plötzlich sofort im Kopf kommt, ich weiß es nicht, ob das der beste Job war oder es hat mich auch sehr beeindruckt, war, ich habe mit Kindern und Jugendlichen eine Weile in Zentralaustralien in die Wüste gelebt und gearbeitet und es war sehr heiß um die Zeit, es war Hochsommer, das heißt, es heißt auf Englisch the silly season, also wenn es über 40 Grad ist, dann rasten die Leute ein bisschen aus oder die Kinder haben Langeweile, die haben auch Urlaub, also Schulferien gehabt und ich habe mit ein paar Kollegen und Kolleginnen, also mit diesen Kinder und Jugendlichen gearbeitet. Wir haben gebastelt, wir haben musiziert, wir sind zum Waterhall gefahren, wir haben auch gebadet. Es war sehr abenteuerlich und ich habe von den Aboriginal-Menschen da, die da gelebt haben, sehr viel gelernt. Das hat mein Leben, glaube ich, verändert. Ja, kommen wir mal vom Arbeiten zum Film. Ist ja eigentlich auch Ihre Arbeit, aber naja. Welchen Lieblingsfilm haben Sie denn, den Sie jedes Mal gucken könnten, vielleicht wenn Sie alleine mal zu Hause so einen schönen Abend haben oder sowas? Das ist auch eine schwierige Frage, weil, wissen Sie, also wenn ich arbeite bei der Berlinale, ich gucke tausende Filme an, jedes Jahr und die Auswahlprozess ist bei uns sehr, sehr, sehr intensiv und das ist meine Arbeit und ich gucke die guten Filme auch sehr, sehr gerne an. Die Filme, die ich nicht so gut finde, also gucke ich nicht so gerne an. Im Moment, also es ist ein bisschen nicht eine direkte Antwort, im Moment genieße ich das nicht so viele Filme zu gucken oder gucken zu müssen. Also ich mache andere Sachen auf der Berlinale. Meine erste Film war Mary Poppins, das habe ich mit meiner Oma angeguckt. Den kann ich auch immer wieder angucken und anschauen. Ich finde auch als Erwachsene, es hat sehr viel zu sagen und er ist sehr unterhaltsam. Also dann kann ich immer wieder Mary Poppins angucken. Die Filme von der Berlinale kommen ja aus 100 verschiedenen Filmgenren. Bei welchem Filmgenre freuen Sie sich denn am meisten, wenn Sie merken, auch da ist ein Film dabei? Ich habe keine Lieblingsfilmgenre. Ich glaube nicht, dass es hunderte Filmgenres gibt. Es gibt eigentlich wenig Filmgenres. Genre ist ein sehr schwieriger Begriff.
in die Industrie. Es gibt diese Horror, Thriller, Komödie, Familienentertainment. Es gibt einfach so ganz platte, plumpe Beschreibungen von einer Art von Film, die ich eigentlich gar nicht mag, ehrlich gesagt. Ich mag keine Genrebezeichnungen. Insofern, ich habe keine Lieblingsgenre. Okay. Wenn Sie jetzt einen eigenen Film drehen würden, welches Thema würde das denn beinhalten oder welches Thema würde es hauptsächlich behandeln? Thema, also ich finde Thema und Inhalt und Form gehen so zusammen, dass ich das nicht so trennen kann. So, wenn ich einen Film machen würde, ich habe auch in der Vergangenheit Filme gemacht, die niemand gesehen hat, experimentelle Filme, aber ich muss sagen, ich finde die Filme, die wir bei Generation zeigen, wo es um junge Menschen geht und ihre Sorgen oder ihre Welten oder ihre Perspektiven, ich glaube, ich werde auch mittlerweile auch einen Film machen, der aus der Perspektive zumindest von jungen Menschen kommt. Ich meine, ich könnte das gut machen mittlerweile. Ich habe so viele verschiedene Filme für junge Menschen aus der ganzen Welt gesehen, dass ich weiß, wonach ich suche und vielleicht würde ich das irgendwann mal machen, einen Film mit jungen Menschen. Mal schauen. Haben Sie denn bisher einen Favoriten auf der Berlinale? Also der kann so gerne sektionsübergreifend sein, aber haben Sie schon irgendeinen Favoriten? Nein, ich habe keine Favoriten. Also das habe ich auch letztes Jahr in dieser Situation gesagt. Das A kann ich nicht haben als Leiterin einer Sektion, die ein Programm kuratiert. Und B, mein Programm ist mein Lieblings. Programm. Es geht um Programm, ein ganzes Programm. Ich liebe die beiden Programme in K+ und 14+. Ich kuratiere auch Berlinale Native. Ich liebe das Programm auch, aber ich liebe nicht. Ich liebe alle die Filme, in diesem Programm sind und die sind alle super unterschiedlich und deswegen kann man nicht auspicken und sagen, das ist mein Lieblingsfilm oder sowas. Also typische Pressefrage übrigens. Sie wollen alle mich würmen. Wir werden sehen. Also die Jurys, das ist ihr Job, das zu machen. Die gucken die Filme an. Die haben ab heute die 14-Plus-Juries haben ihre Pensum durch und die müssen mir auch morgen übermorgen sagen, was ihre besten Filme sind. Und ich bin gespannt drauf. Nochmal zur Berlinale und zu Ihrem Job. Sie haben ja einen sehr langen Weg eigentlich doch zu dieser Leitung, den Job, den Sie jetzt haben, gehabt. Was müsste ich machen, wenn ich das auch machen würde? Ich glaube, das ist sehr schwierig zu wiederholen, wie ich das gemacht habe. Also ich bin die typische Quereinsteigerin. Ich habe Theaterwissenschaften studiert, Literatur und so weiter. Das war alles in Neuseeland. Dann habe ich auch einen Theaterkurs besucht in Sydney, in Australien, wo ich auch gelebt habe eine Weile. Und ich habe Kunst gemacht, ich habe Performance gemacht. Ich war performativ in meinem Ausdruck. Also das hat sich also entwickelt, dass ich auch dann Filme gemacht habe. Also ich habe nicht das Filmemachen gelernt. Ich habe auch sehr viel mit Kindern gearbeitet, Theaterunterricht oder Performanceunterricht oder Kunstunterricht. Also als ich zur Berlinale kam, wusste ich auch nicht, dass ich hier landen würde. Aber ich habe schnell gelernt, als ich die ersten zwei Jahre dann beim Festivaldirektor gearbeitet habe. Diese Sektion interessiert mich über alles und dann habe ich den Sprung gemacht oder machen können da rein. Das war viel Glück. Das war vor langer Zeit, 1994. 1995 war mein erste Mal in der Sektion auf der Berlinale. Und was muss man machen? Einfach, man kann nicht gezielt sowas machen, wie ich es mache. Meine Tochter fragt mich das auch immer. Also, Mama, ich mag deinen Job, wie kann ich das machen? Ich sage, machen, was du am liebsten machst und folge deinem Herz. Und wenn du auch einen gewissen Glück dazu hast, dann wird es sowas. Jetzt wieder eine Frage, mit der Sie überhaupt gar nicht rechnen. Welche Musik würde bei Ihrem Einzug in den Boxring laufen? Also ich als Boxerin? Genau, welche Musik würde da laufen? So, ich glaube, also ich bräuchte was sehr Dramatisches, was mich auch super viel Energie gibt. Aber ich als Boxerin, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Insofern, ich würde das so richtig coolant machen wollen, mit ein bisschen Reggae, glaube ich. Also das wäre gut, das wird mich in Laune bringen, so, dass ich so ein bisschen so tanzen kann und ein bisschen so irgendwie so tun, als ich boxe, aber nicht wirklich boxen. Nee, also ja, ein bisschen Reggae. Ja,
Wie sehen denn Ihre letzten Stunden eines normalen Tages aus, wenn Sie vielleicht sind wir wieder bei dem ruhigen Nachmittag, wenn Sie nichts zu tun haben? Wie würde sowas aussehen? Während des Festivals? Ja, auch während des Festivals. Während des Festivals gibt es keine ruhigen Nachmittagen. Also meine Tage fangen so meistens um 8:30 an und bis in die Nacht. Und ich verbringe meinen Tag von Ort zu Ort, also zwischen hier, Haus der Kultur in der Welt, Superlast, unsere andere Premierenkino und Potsdamer Platz, wo Zentrum des Festivals ist. Und ich verbringe sehr viel Zeit. Am Ende des Tages bin ich ziemlich K.O., muss ich wirklich sagen, und habe so viel mit Leuten gesprochen, so viele Interviews gemacht. Ich habe gesehen, wie ein Film, eine Premiere nach dem anderen anläuft, dass ich so voll bin von alles, was geschehen ist. Wenn ich Zeit habe am Ende eines Tages während des Festivals, dann nehme ich mir Zeit beim Nachhausegehen in der U-Bahn. Ich reflektiere ein bisschen. Also da kommen die ganze Gespräche, die ich geführt habe, die ganzen Momente, die Magic Moments. Also während des Festivals gibt es nicht so viel Zeit zu reflektieren. Und das ist vielleicht eine Zeit, die ich auch, wenn es das ergibt und ich nicht zu müde bin, ich reflektiere sehr, sehr, sehr gerne. Was war das heute? Was ist passiert? Mit wem habe ich mich getroffen? Welche Filme sind angelaufen? Wie ist das gelaufen? Welches Feedback habe ich vom Publikum bekommen? Das sind auch wichtige Dinge. Aber das passiert auch noch mehr nach dem Festival. Da hat man viel mehr Zeit zu reflektieren. Und das ist so uns bei der Berlinale und auch in Generation sehr, sehr, sehr wichtig. Welche Filme haben wir gezeigt? Wie sind sie gelaufen? Wie ist das mit unserem Zielpublikum, 14+K+Publikum? Wie sind die Filme angekommen? Und das futtert dann in nächstes Jahr. Und müssen Sie jetzt den Bären vor der Verleihung selber polieren oder machen das andere Leute für Sie? Ich nehme die einmal gerne in der Hand, gucke, ob es ein bisschen zu viele Fingerabdruck drauf gibt und nehme auch ganz gerne diese Tuch in der Hand. Hauptsache, der glänzt und auf der Bühne morgen Abend, wenn die Jugendjury ihre Bären verleihen, muss er auch glänzen, also darf nicht schmutzig sein. Also ich mag das auch selbst manchmal sehr, sehr gerne. Dann danke schön fürs Interview. Ich hoffe, Sie werden in der U-Bahn heute Abend an uns denken. Das war Behind the Scenes zusammen mit Myron Redpath und Sina. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns.